60 Sekunden Selbstständigkeit, heute mit Guido. Guido, was machst du? Wir machen Kimchi. Kimchi? Ja. Wie bist du dazu gekommen? Also nach meiner Ingenieurslaufbahn wollte ich gerne was Selbstständiges machen. Und wie gesagt, in dem Bereich Korea-Austausch habe ich mir viele Sachen überlegt. Und wir haben angefangen mit einem ganz anderen Konzept, mit einem Korean Takeaway-Konzept. Haben dafür auch Kimchi produziert, um das halt mit zu verarbeiten und den Kunden mit anzubieten. Und haben gemerkt, dass da auch die Nachfrage sehr groß war. Und als wir uns letztes Jahr sozusagen den Schritt gewagt haben, uns eine eigene Produktion zu suchen, mussten wir uns ein bisschen entscheiden, das eine oder das andere zu machen. Und haben dann gesagt, das Kimchi-Thema finden wir eigentlich spannender. Und haben uns darauf dann fokussiert. Du sprichst gerade ein ganz wichtiges Thema an. Wenn man Food macht, entscheidet man sich ja meistens, mache ich jetzt quasi das Endkundengeschäft mit einer eigenen Marke oder werde ich eigentlich Zulieferer? Wie geht ihr damit um? Wir versuchen beides gleichzeitig zu machen, weil wir auf beiden Seiten eine Opportunity sehen. Wir möchten halt Kimchi prinzipiell so ein bisschen aus dem Asia-Markt mehr in den Mainstream bringen. Und wie schaffen wir das? Indem wir Partnerschaften mit Ketten oder Restaurants oder Partnern machen, die unser Kimchi mal neu interpretieren und in verschiedenen Bereichen einsetzen. Beispielsweise auf Pizza oder auf Burgern oder in einer Bowl, um das Produkt sozusagen dem Kunden vorzustellen. Und somit können wir praktisch das Produkt und unsere Marke bekannter machen und gleichzeitig auch die Leute dazu inspirieren, bei uns im Endkundengeschäft einzukaufen. Meine Erfahrung im Food-Bereich ist, dass du auch eine relativ lange Anlaufphase natürlich brauchst, weil der Umsatz natürlich pro Packung jetzt nicht super hoch ist. Wie seid ihr damit umgegangen? Wir haben tatsächlich eine ganz ursprüngliche Art und Weise gefunden, uns ein bisschen im Cashflow-Bereich zu stabilisieren. Und zwar verkaufen wir unser Kimchi direkt am Wochenmarkt, sind dort in Hamburg auf dem Wiesemarkt und auf dem Goldbeck-Markt. Und das hilft uns ein bisschen, unsere Fixkosten zu decken, aber auch gleichzeitig unser Produkt weiterzuentwickeln und dann auch eben Opportunities zu entdecken, wo wir halt weiter wachsen können. Das habe ich schon mehrfach gehört, dass eigentlich der Wochenmarkt mega gut ist, weil man sofort auch direktes Kundenfeedback bekommt. Also ich könnte jetzt wirklich lange über das Thema sprechen. Ich bin da absolute Verfechter dafür. Es ist, sag mal, das ist für mich so das rudimentärste Kundenhändler oder Kundenhersteller-Verhältnis, was man sich eigentlich vorstellen kann. Wie du sagst, wenn man steht dort, das eine ist sein Brand, fällt das auf, ne? Bleiben die Leute stehen, finden die Leute das interessant, wie kann man die Aufmerksamkeit auf sich ziehen? Zweiter Schritt, wenn die Kunden kommen, was erzählt man denen, was catcht die, was sind die, das dritte ist, was sind die Fragen, die die Kunden haben wollen und natürlich der wichtigste Schritt, dass die Leute probieren und geben dir ein Feedback, ob es ihnen schmeckt oder nicht. Und am Ende, so banal es ist, entweder kaufen sie es oder sie kaufen es dann nicht. Ne? Und dann ist es bei Wochenmärkten auch immer spannend, weil es sind ja oft dann auch regionale Märkte, also für Stadtteile, dann siehst du auch sofort, kommen die Leute wieder, empfehlen sie es weiter. Es ist unbezahlbare Marktforschung, gepaart mit der Tatsache für kleine Unternehmen, dass sie dort relativ risikoarm mit relativ geringem Investment auch ein bisschen, gerade am Anfang, ein bisschen Geld verdienen können. Und wie geht es denn jetzt für euch weiter? Ja, wir sind jetzt auf dem nächsten Schritt, auch das Thema Einzelhandel anzugehen. Wir waren da letzte Woche auf einer großen Messe und haben dort die ersten Anfragen. Wir wollten halt gut vorbereitet sein. Wie gesagt, das Thema Wochenmarkt ist eine super Vorbereitung, um das Produkt auch weiter fein zu tunen. Im Einzelhandel ist das natürlich nochmal eine andere Herausforderung, aber wir fühlen uns jetzt bereit, diesen Schritt zu machen. Das Weitere ist, wir haben auch im B2B-Bereich viele neue spannende Projekte, die wir jetzt über den Sommer starten werden. Und gleichzeitig natürlich ist dann das Thema Kapazitätserhöhung in unserer eigenen Produktion, Mitarbeiter zu holen und so halt dann zu wachsen. Du sprichst ja schon von wir. Wie viele Leute seid ihr? Also meine Frau und ich haben das ganze Thema gegründet. Meine Frau ist diejenige, die hinter der ganzen CI steht, für das ganze Design zuständig ist und uns als Marke auch wirklich präsentiert. Wir haben mittlerweile 5 Mitarbeiter, wir haben einen Produktionsleiter, wir haben ein paar Aushilfen, die uns in der Produktion, an den Produktionstagen helfen. Wir haben auch Leute, die im Vertrieb schon auf dem Wochenmarkt mitstehen. Also so roundabout 5, jetzt Richtung 6, 7 wird es jetzt gehen. Ganz schön schnelles Wachstum. Wenn ihr letztes Jahr oder wann habt ihr angefangen? Ende 22, da hatten wir verschiedene Pop-Up-Restaurants, also Pop-Up-Flächen direkt am Rathausmarkt. Also im Prinzip haben wir da schon mal mit unserer Firma angefangen. Das Thema Kimchi mit Fokus haben wir seit Oktober letzten Jahres. Ja, Wahnsinn, ganz schön schnell. Was sind denn bisher deine größten Learnings? Wo fange ich an? Also ich glaube, das größte Learning ist, man muss versuchen, den Spaß bei der ganzen Sache zu behalten. Es ist echt nicht einfach und
wenn man sozusagen auch wie ich jetzt aus dem Corporate-Job kommt, wo wirklich sagen wir, Sicherheit wirklich hochgeschrieben wird, ne, so ist das natürlich ein echt ein großer Schritt. Und man hat, ich finde, was wirklich spannend ist, man hat manchmal Tage, wo es halt echt schwer ist, aber fast mit Sicherheit gibt es den nächsten Tag aus irgendeinem Grund immer, ich weiß nicht, ob das Karma ist, immer irgendwie plötzlich eine Sache, die passiert, die total, wieder total positiv ist, die Kraft gibt. Man muss durchhalten. Man muss durchhalten, an sich glauben. Das ist, glaube ich, das allergrößte Learning. Resilience ist nicht nur so ein Buzzword, sondern es ist wirklich etwas, was man sich wirklich jeden Tag in den Kopf rufen muss. Und was bedeutet die Selbstständigkeit für dich? Es ist eine Art und Weise, sich selber zu entdecken, sich selbst zu entfalten. Also wenn man ein Produkt hat, was man auch noch dazu auch noch sehr gerne mag und wo man auch ein bisschen Herzblut hinter hat oder viel Herzblut hinter hat, ist das Beste, was du machen kannst, seine Träume halt mal auszuleben und zu gucken, was passiert. Die Ideen, die man hat, mal zu gucken, wie gesagt, findet das Anklang oder findet es keinen Anklang und sich das sozusagen nur vorzustellen, ist der eine Weg, aber es zu machen, ist halt der, finde ich, der bessere Weg. Und du kommst ja aus einem wirklich guten Corporate-Job. Was war das Überraschendste für dich, nachdem du den Sprung gewagt hattest? Wie viele Dinge in einem großen Unternehmen selbstverständlich sind. Sein Büro einzurichten. Ja. Wo kriegt man das Wi-Fi her? Wo hat man ein Telefon? Welche Sachen kriegt man ein? Wie schreibt man Rechnungen und so weiter und so fort? Sag mal, diese ganze Infrastruktur, die ein Unternehmen halt selbstverständlich mitbringt, wenn man seine Arbeit anfängt, ist etwas, was man als Selbstständiger halt wirklich aufbauen muss. Es gibt viele Sachen, die man sich halt dazu holen kann, aber die muss man auch erstmal finden. Und das ist schon etwas, was schon einem die Augen öffnet, was es bedeutet, wirklich ein Unternehmen aufzubauen. Das ist nicht nur die Idee und nicht nur die Execution im Produkt. Da ist einfach sehr, sehr, sehr viel mehr hinter, ein großes, gutes Fundament zu bauen, auf dem man halt dann eben auch wachsen kann. Und wenn du das vorher gewusst hättest, hättest du es trotzdem gemacht? Ja, auf jeden Fall. Ich bin jemand, der, ich denke, man sollte nie denken, man hat ausgelernt, sondern man sollte sich halt Challenges suchen. Und selbst wenn es schwer ist und selbst wenn man nicht den besten Weg gefunden hat am Anfang, ist man immer schlauer danach. Und man ist besser gewappnet für die nächsten Dinge. Wer weiß, wo man sowas nochmal braucht. Okay, alles klar. Letzte Frage. Was ist der Bestseller? Unser Bestseller ist tatsächlich unser Kimchi Original. Wir machen ja Kimchi nach den Rezepten meiner lieben Mutter aus Korea. Das ist wirklich unser Familienrezept. Happens to be vegan. Also das tatsächlich ist unser Kimchi schon immer vegan gewesen. Und der echte USP ist, dass unser Kimchi nicht so scharf ist. Das war schon immer nicht ganz so scharf, was einfach viele Leute mit abholt. Es ist trotzdem authentisch, würde ich sagen. Und es schmeckt einfach wunderbar. Und wenn es jemand kaufen möchte, wo findet er das? Aktuell bei uns im Online-Shop, thatskimchi.de, oder ihr besucht mich persönlich auf dem Isenmarkt freitags, vormittags oder samstags auf dem Goldbeck-Markt. Cool, ganz herzlichen Dank und weiterhin viel Erfolg. Danke.